Mein Glück ist Mutter, 36 und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und heute bin ich mal wieder die Person, die eure Beziehung retten wird. Und zwar habe ich für euch ein paar Last-Minute-Valentinstags-Geschenkideen für euch. Und ich muss sagen, ich finde die alle super süß. Also wenn ich die geschenkt bekommen würde, ich glaube, ich würde mich ein bisschen freuen. Deswegen, Leute, buckle the fuck up. Wir legen auch schon direkt los. Und zwar ist das erste auch direkt etwas zum Essen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sind so materielle Sachen halt gar nicht so geil. Und deswegen habe ich mir, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, einen Blumenstrauß aus Drachenzungen gemacht. Es geht super einfach, es ist mega schnell und das Ganze kostet auch nicht besonders viel Geld. Könnt ihr natürlich auch noch so einwickeln in Papier, allerdings hatte ich jetzt gerade keinen Star, deswegen aber wie cute ist das, bitte schön. Wow. So, Freunde, für die erste Geschenkidee brauchen wir solche Spieße und dann solche Drachenzungen. Meine sind jetzt vegan, aber ihr könnt natürlich auch die nehmen, die wirklich einfach nur rot und grün haben. Und dann brauchen wir noch so ein Band. Da könnt ihr natürlich auch jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Und dann fangt ihr einfach auch schon an, das Grüne so aufzurollen. Also indem ihr das so faltet, wie man das damals mit so Papierdingern gemacht habt. Wenn ihr das dann einigermaßen cute zusammengebastelt habt, könnt ihr da diesen Spieß einfach durchstechen. Und passt auf, dass ihr euch nicht in den Finger piekst, weil das ist mir dreimal passiert und das tut richtig weh. Dann nehmen wir auch schon an das Rote und fangen an, das erstmal so ein bisschen aufzurollen. Und jetzt nehmt ihr immer von unten dieses ganze Ding hoch und ja, ist es super schwer zu erklären, aber ihr dreht es einfach im Endeffekt ein, bis das dann am Ende so eine kleine süße Rose ergibt. Also das macht ihr so lange, bis ihr nicht mehr weitermachen könnt. Und dann nehmt ihr euch den Spieß und ich habe angefangen, den so ein bisschen von unten durchzupieksen. Und das macht ihr jetzt einfach so lange, bis ihr keine von den Dingern mehr habt. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ich habe hier dann auch am Ende noch die dunkelroten genommen. Wenn ihr damit eurer Anzahl zufrieden seid, nehmt ihr euch einfach euer Band und ordnet die Rosen so an, wie ihr es haben wollt. Ich habe das immer so ein bisschen abwechselnd versucht und dann bindet ihr das im Endeffekt eigentlich nur noch zusammen. Wie gesagt, ihr könnt eigentlich auch super gerne noch so ein Papier drum machen. Eignen sich vor allem so Buchseiten super für, weil ich finde, das sieht richtig cute aus. Hatte ich jetzt allerdings nicht da, deswegen ist es bei mir jetzt wirklich nur einfach dieses Geschenkband geworden, was ich dann zu so einer Schleife zusammengebunden habe. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig, Leute, und das Ganze dann auch original 5 Minuten. So, Freunde, die nächste Idee ist tatsächlich eine Geschenkidee, die ich in so einer ähnlichen Form schon mal gemacht habe. Ich glaube, vor 2 Jahren oder einem Jahr oder so. Und zwar handelt es sich hier um Rubbellose und das Ganze habe ich natürlich jetzt an den Valentin Sprachenlernen Bubble. Das Ganze habe ich natürlich jetzt an den Valentinstag angepasst. Und zwar gibt es hier einfach kleine Herzen, die sind mit Acrylfarbe angemalt und darunter verbirgt sich dann halt eine Date-Idee oder irgendein Geschenk oder was auch immer. Also könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr wollt. Finde ich richtig cute, geht super schnell und meistens hat man die Sachen eh zu Hause. Die zweite Geschenkidee ist für die kleinen Bastler unter euch. Und zwar geht das super einfach. Ich habe mir dafür erstmal 2 verschiedene Papiere ausgeschnitten. Und die Maße habe ich jetzt hier ganz kurz eingeblendet. Und das Ganze habe ich dann erstmal ausgeschnitten. Dann braucht ihr am Ende noch ein paar Stifte, einen Pinsel, Acrylfarbe und noch so durchsichtiges Klebeband. Fragt am besten eure Eltern, die haben safe sowas zu Hause. Und dann fangt ihr einfach an, das Ganze erstmal auszuschneiden. Wenn ihr das gemacht habt, habe ich für die innere Karte das alles nochmal so ein bisschen geriffelt. Wenn ihr diese Scheren habt von damals, dann seid ihr auf jeden Fall richtig wild unterwegs. Hatte ich leider nicht, deswegen muss ich das selber so irgendwie zusammenfummeln. Dann habe ich erstmal alles ein bisschen vorgeschrieben, was ich jetzt auf die Karte drauf haben möchte und habe dann 5 Herzen aufgemalt. Und wenn ich das fertig gemacht habe, habe ich mir dann einfach auch schon die Stifte genommen und habe dann angefangen, das Ganze so ein bisschen nachzuschreiben. Und wie gesagt, auch hier könnt ihr natürlich jede Farbe nehmen, die euch am besten gefällt. Ich habe dann angefangen, die Herzen nochmal so pink nachzumalen. Dann kommt natürlich der wichtigste Part und zwar schreibt ihr da jetzt eure Sachen rein. Das können natürlich auch einfach Geschenke sein oder irgendwelche Gutscheine oder sonst irgendwas. Ich habe mich jetzt hier für so ein bisschen Date-Ideen und dann am Ende auch noch für so einen Joker entschieden. Das Ganze habe ich dann einfach mit einem Klebestift auf die größere Karte draufgeklebt und das dann kurz ein bisschen trocknen lassen. Und als ich damit dann fertig war, habe ich dann auch schon mein Klebeband genommen und dann angefangen, das einmal so quer über diese Herzen drüber zu kleben, dass das wie so eine Schutzschicht quasi auf den Herzen drauf ist. Da ich allerdings ein paar Luftblasen drunter habe, habe ich dann am Ende die Schere genommen und das Ganze dann einmal so ein bisschen rausgestrichen, damit ich da halt nicht so viele Luftblasen drunter hatte, die dann am Ende so ein bisschen genervt haben. Als ich dann einigermaßen damit fertig war, habe ich dann einfach die Acrylfarbe genommen und auch hier könnt ihr natürlich jede Farbe nehmen, die ihr da irgendwie vielleicht gerade da habt. Und dann habe ich angefangen, die mit einem Pinsel einfach aufzutragen und das Ganze in den Herzen dann anzumalen. Ich habe 2 Schichten gebraucht, weil meine jetzt nicht so deckend war, deswegen habe ich das dann am Ende kurz trocknen lassen und das dann nochmal gemacht, sodass man am Ende wirklich nichts mehr durchsehen konnte. Und ja, dann ist eigentlich das Ganze auch schon fertig. Super cute Idee. Ihr könnt jetzt einfach mit so einem Euro-Stück das Ganze einfach so wegrubbeln und dann seid ihr auch schon durch. Bei der nächsten Idee haben wir wieder ein bisschen gebastelt und alle, die mich schon ein bisschen länger
paar Folgen wissen, glaube ich, dass ich so Memory Cards und so richtig süße Erinnerungsdinger mit Bildern und so richtig feier. Und deswegen durfte das natürlich auch nicht fehlen. Und deswegen haben wir jetzt hier eine kleine Box, in der ich jetzt einfach ganz viele Kinderfotos, das sind jetzt natürlich Fotos von meiner Schwester und mir, hier reingepackt habe. Und hier könnt ihr natürlich noch mehr reinmachen. Ihr könnt natürlich ein paar Süßigkeiten noch in diese Box tun und auch größere Boxen nehmen und sowas alles. Also die passen ja auf jeden Fall noch super viel so Süßigkeiten und sowas rein. Richtig süße Idee, ich finde sowas richtig toll. Ich liebe es komplett. So, Freunde, und das Basteln geht auch direkt weiter. Und zwar habe ich mir für das nächste Geschenk so eine Box aus dem Euroladen geholt. Und dann habe ich mir ein Papier genommen und da dann erstmal so Quadrate drauf gemalt. Die waren bei mir jetzt 7,5 x 7,5. Und dann braucht ihr am Ende noch so, ja, Fotokleber oder einfach einen Klebestift, das, was ihr gerade da habt. Ihr könnt theoretisch auch einfach Tesafilm nehmen. Dann braucht ihr natürlich noch eure Fotos, eine Schere und dann geht es eigentlich auch schon los. Und zwar fangt ihr dann erstmal an, die Dinge einfach auszuschneiden und das Ganze in so einem Streifen. Ich habe davon jetzt zwei gemacht, weil ich natürlich auch ein paar Fotos haben will. Wenn ihr das Ganze dann ausgeschnitten habt, fangt ihr an, das immer so in Vorwärts-Rückwärts-Bewegung zu knicken. Das heißt, ihr fangt erstmal an, das hochzuknicken, dann dreht ihr das Ganze um und knickt dann in die andere Richtung. Also ihr checkt schon, was ich meine. Am Ende müsst ihr die beiden jetzt einfach nur noch zusammenfügen. Dafür habe ich dann einfach den Klebestift genommen und die dann aufeinander gepackt. Das Ganze dann gut festgedrückt und kurz trocknen lassen. Ihr könnt natürlich beliebig lang dieses Ding machen. Also ich habe jetzt einfach nur zwei genommen, weil ich nicht so viele Fotos da hatte. Die Fotos habe ich dann ein bisschen kleiner ausgeschnitten und dann einfach angefangen, auf der einen Seite das immer festzukleben. Wichtig ist, dass ihr am Ende von dem Fotostreifen dann noch eine Lasche freilasst. Die wird am Ende in die Box geklebt und dann wird auf der Rückseite von dem letzten Foto das gleiche mit dem Deckel gemacht. Und zwar macht ihr da dann auch nochmal ein bisschen Klebe drauf und klebt das Ganze dann in den Deckel fest. Und dann habt ihr eigentlich auch schon eure fertige Memory Box. Und wie gesagt, die eignet sich auch super gut, da noch so ein paar Schokobons oder irgendwelche süßen Sachen noch mit reinzulegen, denn da ist auf jeden Fall noch genug Platz drin. So, meine Lieben, und das letzte ist tatsächlich auch die einfachste Idee. Und zwar braucht ihr dafür eigentlich nur Lippenstift und ich denke, das hat jeder zu Hause. Wenn ihr das nicht habt, dann kostet das 1 Euro bei DM oder so. Und dann braucht ihr noch so ein Bilderrahmen. Wie heißt denn das? Canvas. Wie heißt das denn? Leinwand. Braucht ihr so eine Leinwand. Ihr könnt theoretisch auch einfach Papier nehmen, also so ein bisschen dickeres Papier. Und dann fangt ihr einfach an, da so ein bisschen verschiedene Lippenstiftfarben drauf zu küssen. Erfahren, Leute. Und ich habe hier noch so eine kleine süße Nachricht hingeschrieben. Könnt ihr natürlich auch komplett weglassen oder ihr schreibt die ganz woanders hin. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein süßes Geschenk. Kostet, wie gesagt, nicht besonders viel. Könnt ihr dann einfach richtig süß ins Zimmer hängen. Und es ist halt was sehr Persönliches, deswegen einfach eine richtig süße Sache. So, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten und auch zur einfachsten Geschenkidee. Und zwar habe ich mir erstmal hier so eine Leinwand gekauft. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach ein bisschen dickeres Papier nehmen. Dann braucht ihr eure Lippenstifte, die ihr irgendwie gerade noch da habt. Und dann habe ich einfach angefangen, die aufzutragen und dann wirklich einfach stumpf diesen Bilderrahmen zu küssen. Ich habe am Ende festgestellt, dass der Lippenstift so an sich nicht so gut auf diesem Ding hält. Deswegen habe ich dann am Ende noch so ein bisschen Lipgloss immer drüber gemacht. Und dadurch war die Farbe halt viel intensiver und es hat viel, viel besser gehalten. Und dann habe ich, wie gesagt, am Ende einfach noch einen Stift genommen, eine kleine Nachricht drauf geschrieben. Und dann seid ihr mit dem Geschenk eigentlich auch schon fertig. Also das Ganze geht super schnell und es ist richtig personalisiert und einfach eine süße Idee, die man sich dann ins Zimmer hängen kann, wenn man sich's traut. So, Freunde, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert mal unbedingt in die Kommentare erstmal, ob ihr ein Part 2 wollt und zweitens, welche Sache ihr am cutesten fandet. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns am Montag um 16:30 Uhr hier wieder. Bis dahin, folgt mir auf Instagram. Bis dahin, ciao!